dich zu sehen, mein Lieber. Setz dich, Red. Beckett, ich muss deinen Visor kalibrieren. Gut, fertig. Was wollen die denn von dieser Aristide-Tussi? Keine Ahnung. Wir stellen keine Fragen, Red. Wir gehorchen. Stokes, sag uns, was du weißt. Unsere Zielperson ist Genevieve Aristide, Präsidentin der Arbacum Technology Corporation. Sie ist offenbar in ihrem Penthouse gefangen. Wir sollen das Haus sichern und sie in Gewahrsam nehmen. Sicherheitsgewahrsam. Nichts zerstören, auch wenn sie sich wehrt. Und wir müssen durchaus mit Widerstand rechnen. Sie hat offenbar mit dem Blutbad in der Arbacum-Einrichtung zu tun. Wie ich sagte, keine Fragen. Sie ist ein wichtiges Ziel und wir sollen sie einkassieren. Also werden wir das tun. Streng nach Lehrbuch und ohne Mätzchen. Bleib locker, Tom. Was kann die Geschäftsfrau schon tun? Eine böse SMS schreiben? Sie ist nicht das Thema. CENTCOM glaubt, der Aufsichtsrat von Arbacum möchte seine Spuren verwischen. Und dazu könnte gehören, Aristide auszuschalten. Fox, geh mit Stokes. Keegan kommt mit mir. Beckett, Red, Manny setzt euch vor dem Gebäude ab. Wir treffen uns in der Lobby. Mist, warum soll ich mit Godot losziehen? Denn ich mag Goldsusen nicht. Also, los jetzt! Denkt dran, Leute, Finger stillhalten. Der Auftrag lautet, Aristide zu finden, nicht zu töten. Scheißdreck, Mann, was ist an der so wichtig? Soll das doch die Bullen machen. Sei froh, dass wir nicht in die Armacamp-Zentrale müssen. Die Aufklärungstrupps dort hat's in Stücke gerissen. Der Laden ist außer Kontrolle. Eure Haltung, Jungs. Das an. Mann, das nenne ich mal edel. Brad, Beckett, wie sieht's aus? Alles ruhig, Tom. Okay, gehen wir hinein. Das einzige Penthouse, das ich kenne, besteht aus Papier. Der Haupteingang ist offenbar blockiert. Top. Jemand hat den Hausmeister auf dem Klo erwischt. Von hinten, in den Kopf. In der Lobby gab's auch Tote. Einer sicher, der andere wahrscheinlich, dem Blut nach zu urteilen. Beeilt euch, Leute! Das sind aber viele Stufen. Ich glaube, das Tor ist zu, Junge. Du willst doch nicht wirklich die Stufen hochlaufen, oder? Es gibt Ärger. Los jetzt. Und im Tor durch, Beckett. Hinterzimmer klar. Da ist ein Privataufzug zu Aristides Penthouse. Aber offenbar ist er blockiert. Ich brauche ein bisschen, um das System zu knacken. Oder geht ihr lieber zu Fuß? Vergiss es. Da ist einer fast verblutet. Wohl ein Schuss in die Arterie. Die Arterie? Meinst du die Arteria subclavia oder die Carotis? Jemanden wegen seinem Wissen zu foppen, ist ein Zeichen von Unsicherheit. Wir müssen Aristide finden. Jetzt! Richtig. Fox, sichere den Eingang. Red, du die Treppe. Der Rest kommt mit mir. Die Treppe? Was soll das, Top? Das sind ewig viele Stufen. Viel Spaß damit. Nicht schon wieder. Keegan, was ist los? Mist! Ach, du Hurensohn! Er blutet! Verdammt! Ich stütze ihn. Stokes, Beckett, weiter! Die Weste hat viele Kugeln abgefangen, aber eine ging durch. Schlimm?
Naja, er überlebt. Bist du okay, Keegan? Ich glaube, sie haben meine Arterie getroffen. Mann, lass es gut sein. Schöner Blick, was? In Ordnung, Beckett. Wir sind nur zu zweit. Pass auf, ich zähle auf dich. Und achtet auf eure Ziele, Leute. Niemand erschießt Aristide. Kontakt. Bereit machen. Ihr geht hier durch. Ich suche den anderen Eingang. Red, wo steckst du? Treppen steigen. Das tut mir echt leid. Von ganzem Herzen leid. Ach nee. Ich bin jetzt oben. Alles klar hier. Wurde auch Zeit. Versuch Stokes und Beckett zu erreichen. Okay. Ich komm rauf.
treffe auf wenig Widerstand. Ich auch. Sehen vermutlich alle hinter Godot her. Statusbericht. Verborgene Tür. Mist, jemand stört das Signal. Sagen, ich soll meine Tochter einsperren. Du hast es gewusst. Wir wussten es beide. Sergeant Beckett, wo ist der Rest des Teams? Wir haben wenig Zeit. Sie und Ihr Team sind unsere einzige Hoffnung, Alma zu stoppen.
Nehmt sie an Bord. Wir haben wenig Zeit. Pupillen sind geweitet? Er reagiert auf die Medizin. Prüft die Dosierung. Das sollte nicht sein. Und wenn es nicht wirkt? Was läuft hier, Dr. York? Moment. Verdammt. Notmaßnahmen. PVT oder Kammerflimmern. Laden auf 200. Nein, besser 300. Dr. York. Er lebt, aber wir sind zu schnell. Wir müssen... Macht einfach. Das war's. Mach das Morphium bereit. 4 Milli. Wo stehen wir, Dr. York? Er ist tachykard. Wir müssen ihn zuerst stabilisieren. Keine Zeit. Er ist instabil. Jetzt weiterzumachen ist riskant. Sie setzen... Wir haben keine Wahl, Dr. York. Weiter. Gut, auf 300. Sie spüren einen Stich. Genau jetzt.